So, liebe Leute, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Ich kümmere mich immer noch darum, die Kühe hier nach und nach auszuschalten. Einige Dinge werden sich aufpassen, was man so rumerzählt. Er gibt immer viel Fleisch und ein bisschen Milch. Und die sind nicht böse auf mich. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Oh, da oben ist auch noch eine. Was kann denn schon groß passieren? Glaubst du, das ist ein Schwein? Ja. Richtig, aber trotzdem muss aufpassen, was man so rumerzählt. Hey, lass das! Schlaufe. Schlaufe. So muss ich es halt machen, ne? Also. Erledigen, wieder zurück, erledigen, wieder zurück. Man muss eben aufpassen, also, was man so rumerzählt. Hätte. Ich glaube, so viele Kühe dürften. Hör bloß auf. Ja, das ist immer noch böse. Natürlich jetzt nervig, dass der da irgendwie Patrouille steht. Möglich ist alles. Ich würde das gar nicht beachten. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Das gibt doch nur wieder Ärger. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hör sofort auf damit! Lass gut reden. Bleib stehen! Guck mal hier. Oh Gott. Wo rennt das Viech denn hin? Was? Stör mich nicht. Eigentlich ja eine Quest, wo man irgendwie doch ein schlechtes Gewissen bekommen könnte, ne? Die armen Milchkühe. Ich weiß halt nicht. Ob die jetzt irgendwie aggro auf mich sind. Glaubst du wirklich? Kann ich nicht looten? Das hätte er doch besser wissen müssen. Krieg ich dich doch noch! Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Ist echt böse auf mich. Krieg ich bleib stehen noch. Genug Probleme hätte. Ja. Letzte Chance. Aber ist egal. Das kann denn schon groß passieren. Sollen sie ruhig ein bisschen rumbölken. Auf dem Hof habe ich sowieso nichts mehr zu tun. Die Kühe sind platt. Bist du jetzt zufrieden? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Wir haben ein Passwort. Es heißt, es lebe Okara. Wenn du ihm das sagst, wird er dir vertrauen. Es lebe Okara? Wer ist denn auf den Unsinn gekommen? Das war meine Idee. Toll, was? Okara ist unser Hauptquartier im Norden von Montera. Was eignet sich besser als Passwort als das? Tolles Passwort. Dann könnt ihr ja gleich durch die Stadt rennen und rufen, Hallo, ich bin ein Rebell. Kommt und tötet mich. So habe ich das noch nie gesehen. Idiot. Ich kann nicht mehr.
Idiot. Ja, ja. Immer auf die Kleinen. So. Wer ist denn hier wohl der... Ich weiß, Mann, ich weiß. Der Spitze. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja, könnte es sein. Ich speichere aber trotzdem. Es lebe Okara. Du Mistkerl! Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Woher wusstest du, dass ich dich nicht gleich töte, wenn du mir das Passwort sagst? Ich wusste es nicht. Hast du aber Glück, Freundchen. Ich bin der Kontaktmann der Rebellen hier in Montera. Und erzählt mir das einfach auf offener Straße. Wann werdet ihr Rebellen losschlagen? Das hängt davon ab, was du mir zu sagen hast. Wieso ich? Ich habe schon viele Männer gesehen, aber niemandem hätte ich zugetraut, eine Revolution anzuführen. Du hättest das Zeug dazu. Leider arbeitest du für die falsche Seite. Ich denk darüber nach. Was muss ich tun, damit du mit mir zusammen Montera befreist? Ich komme in meiner Position als Lagermeister noch nicht mal ins Innere der Burg. Wenn du es schaffen solltest, die Orks vollständig zu unterwandern, können wir nochmal drüber reden. Erschleiche dir das Vertrauen der Orks, bis sie dich zu Varek, dem Ork-Anführer, vorlassen. Nur wenn wir an ihren Anführer herankommen, haben wir eine Chance, den Kampf um Montera zu gewinnen. Verstehe. Ich habe mit Varek gesprochen. Du hast es tatsächlich geschafft? Dann ist es jetzt also soweit. Ich sag den anderen Bescheid, dass es bald losgeht. Du musst Varek töten. Gemeinsam werden wir den Rest der Orks und der Söldner beseitigen müssen, bis Montera befreit ist. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist das zentrale Rebellenlager in Mittelland. Ich muss unbedingt mit dem Anführer von Okara, Roland, Kontakt aufnehmen. Leider komme ich hier nicht weg. Aber du kannst das. Kannst du Roland eine Nachricht überbringen? Gib mir die Nachricht. Ich bringe sie nach Okara. Gut. Hier hast du sie. Zeig mir das. Noch mal ein paar Bolzen. Jawohl. Noch mal ein paar Bolzen. Das gibt doch nur wieder. Dann kann ich doch schon mal was anfangen. Da muss man hart durchkommen. Am besten, du hältst dich da raus. Du musst weiter. Morra. Ja. Ist hier irgendwo eine Stelle, wo ich mich... Wir werden es ja sehen. Immer feste drauf. ...drauf verstecken könnte. Also, wir nicht während ich die Revolution starte. Mist. Wenn wir zu hart durchgreifen, haben wir bald keine Sklaven mehr. Ich muss ja irgendwie... so einen sicheren Spot finden. Wir sollten gar nicht hier sein. Ja, das ist auch kein guter Spot. Das ist auch zu weit oben. Das gefällt mir schon von daher nicht. Ich weiß ja, dass der Anführer kommt, wenn ich hier erstmal draußen eine Revolution starte. Aber hier kommen die von beiden Seiten. Hier einfach mal. Ich kann es hier mal einfach ausprobieren. Also zumindest hoch sollten sie hier nicht kommen.
als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ah! Bleib stehen! Da! Ich doch noch! Ah! Jetzt bist du dran. Bleib stehen, Mora. Na warte, Bürschchen. Mist. Sind da unten alle am Kämpfen. Ich halt gerade echt ein bisschen konzentrieren. Ich bin halt auch nicht sicher, ob das jetzt hier schon ein Spot ist, wo das funktioniert. Ich habe halt noch nicht bei weitem genügend von den Orks erledigt. Bleib stehen! Könnte doch jederzeit sein, dass einer von der anderen Seite da rumschießt. Erledigt. Nein. Da! Das war knapp. Ich hack dich in Stücke. Okay, da treffe ich auf jeden Fall immer irgendwas. Sehr schön, da kann ich einfach reinschießen. Das ist natürlich jetzt nicht die feine englische Art. Thank you.
Treffe ich denn jetzt nichts mehr? Das Ugo. Ich habe jetzt viele auch schon angeditscht, aber. Na gut, liebe Leute. Ich beende den Part an dieser Stelle. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier weiter mit unserer lustigen Revolution. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, Kakao.